Werde ich es heute schaffen, nichts nachzuschauen? Natürlich nicht. Aber ja, wir machen weiter mit diesem Bonus-Level. Stark bewölkt in dem Weltall-Level. Wo wir hier immer noch stuck sind aus irgendeinem blöden Grund. Okay, wir sind die Rakete hier. Win Moon is weak dust. Okay, Moon is weak. Push ist da. Okay. Dieses Level basiert ein bisschen auf das, was wir letztes Mal hatten am Ende. Dust is defeat and dust. Lol, Star is defeat. Belt is shift, Text is fall and float, wall and cloud is stop, rocket is you. Okay. Ich muss kurz überlegen, wo ist Win? Gibt's hier überhaupt einen Win irgendwo? Hier oben ist ein Win. Okay. Soweit, so gut. Wir haben aber Dust. Dust killt uns. Das heißt, selbst egal ob jetzt der Stern oder der Mond Win ist, wir kommen nicht dran. Da ist natürlich die Frage, entweder was anderes Win zu machen oder irgendwie einen Weg finden. Oh, stimmt, alles fällt, ist ja alles Fall. Ah, das ist ärgerlich. Moon is Dust? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß halt gar nicht, wo wir lang wollen. Wollen wir das da oben holen? Wollen wir es da unten holen? Ich weiß es nicht. Meine Idee wäre jetzt gewesen, Weak runter zu schubsen. Zusammen mit Is. Zusammen mit Dust. Is. Das ist weak. Ne? Bam. Okay, Sterne bringt mich aber um. Ja. Okay. Win Moon. Wir kriegen ja auch nichts noch hier oben, ne? Also eigentlich muss entweder Dust Win sein oder Moon Win sein. Was anderes funktioniert nicht, weil wir da oben nichts anderes hinbekommen. Okay, aber das hilft auf jeden Fall schon mal weiter, weil dann weiß ich, dass ich diesen Stern gar nicht brauche da oben. Also, denke ich mal. Warum ist das hier? Ich brauche es ja nicht. Oder? Ich kann den Star aber pushen. Stars Push kann ich bestimmt irgendwie aktivieren, sonst wäre es nicht hier. Win. Win, win, win. Moon is weak dust. Sust. Was mache ich da? Was mache ich da? Warum ist hier eigentlich so ein großes leeres Gebiet? Wahrscheinlich ist hier gar nichts, oder? Ist wahrscheinlich einfach nur so, weil es halt so ist. Hätte ja eine große Wand hinbauen können, aber Wand ist zu faul für, alles klar. Mir fällt auch jetzt keine Idee ein. Das ist halt mein großes Problem. Mir fällt nichts ein, was ich ausprobieren könnte. Das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, habe ich schon gemacht. Win. Okay. Ist das? Das ist Win. Ist Win. Aber das ist Defeat. Also können wir durch das nicht gewinnen. Okay, also Moon ist Win. Da unten der Mond berühren, das ist Win. Problem ist nur, wir können nicht einfach sagen, dass wir das hier runterschubsen, weil in dem Moment, wo wir es runterschubsen wollen, ist Moon zu Dust gemacht worden und das macht alles kaputt. Damn, also jetzt bin ich schon wieder stuck. Jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin halt wirklich nicht mehr super drin in Wabba Is You. Das Spiel hat mich einfach verloren. So, ich bin einfach nicht mehr gecatcht. Die Werbe werden einfach viel zu schwer für mich. Für mein Small Brain. Und ich weiß auch nicht, ob das helfen würde, programmieren zu lernen. Hier mehr, um dann hier mehr zu lernen oder sowas. Ich überlege, lohnt sich das, was ich gerade mache? Ist. Win. Ich brauche das Ist aber zweimal. Oder? Ist Win. Ja, wie gesagt, Moon is Win. Aber wir haben Dust.
Wir haben immer noch Dust. Und das Dust kriegen wir nicht weg. Was ist hiermit eigentlich? Star? Ist Push. Right? Nee. Nee. Das funktioniert nicht. Das passt da nicht rein. So nach oben mitziehen. Ach, hier, so. Okay, Star ist Push. Aber ich muss ja erstmal das deaktivieren. Aber irgendwie wird uns dieser Stern raushelfen. Ich weiß es einfach. Ich weiß noch nicht, was genau er bringt, was genau er irgendwie tun soll, helfen soll. Aber er wird es benötigen. Bin mir ziemlich sicher. Also, das ist weak, wollen wir haben. Ganz sicher. Weak ist das. Ja. Bam. Okay. Star ist Push. Okay. Das heißt, Star fällt nicht runter. Das ist nicht Fall, das ist Push. Was hilft das? Oh. Das muss ich gleich machen. Okay. Der kann schon mal da bleiben. Nee, warte mal. Doch. Wait. Ah, ja. Na. Win? Ach, nein. Ah, so close vor allem. Ja, ich weiß jetzt, wie ich es machen muss. Wow, aber das ist alleine so gekommen ab. Ey, ich muss nichts nachschauen. Wir machen Fortschritte wieder. Ja, aber hier muss ich halt Win ist. Also hier, wo ich gerade stehe, ist. Und hier, wo ich gerade stehe, muss Moon hin. Und dann kann ich das da wegschieben. Und dann ist das komplett egal. Und das muss vorher passieren mit dem Dust, weil danach ist er nicht mehr weak. Oh, damn. Oder, was auch sein kann, den Stern hier muss ich nach da oben hinschubsen. Maybe? Damit das hier alles auch funktioniert und so. Jetzt kriegen wir aber nicht mehr raus, ne? Wir kriegen aber nicht mehr raus. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Ja, Bonus Week. Okay. Toll. Nee. Okay, mein Problem ist jetzt einfach, dass ich keine Ahnung habe, wie ich gleichzeitig das hier wegmachen soll und Moon is Win aktivieren soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beides gleichzeitig aktivieren soll, wie das möglich sein soll. Ich könnte machen, ist halt weak, ne? Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen kacke gelaufen, ehrlich gesagt. Eigentlich habe ich schon verloren, aber ich guck trotzdem mal. Moon is weak. Ja? Hilft rein gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin komplett stuck. Schade. Ich überlege, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt fixen kann. Heißt, nachschauen, yay! Oh mein Gott, wir haben alles Spaß, wenn wir alles nachschauen. Wir haben Spaß. Vor allem, wir haben noch Spaß, oder? Lasst ein Like da, wenn ihr Spaß habt. Also, wenn ich es hier nicht richtig mache, dann... Ich werde es ja gleich im Video sehen, also... Keine Ahnung, ey. Vielleicht muss auch Win als erstes runter, ich weiß ja nicht. Win... Weak is Moon. Was ist das? Dust is weak. Dust is Win. Oh. Funktioniert nicht. Und gleichzeitig beides aktivieren funktioniert leider auch nicht. Ja. Dust is weak kann ich halt jetzt machen. Bam. Und dann ist halt wieder die große Frage, was ich als nächstes mache.
könnte mir höchstens vorstellen, dass die Buchstaben hier weiterschicken muss. Und das dann dahin zu schubsen. Hä? Ist das float? Trotzdem. Nein? Hier muss ich das erst aktivieren, wahrscheinlich mit S-Push. Oder? Dann pushe ich es darüber, das geht kaputt. Und dann wechsle ich das hier rüber, zack, auf Moonus Win. Ja. Ich glaube, so muss es gemacht werden. Okay, das heißt, wir fangen an. Oh, da habe ich jetzt First Try. Wahrscheinlich nicht. Win. Weak ist Dust. Okay? Bam. Stern. Muss bewegt werden. Und da geht mein Plan nicht mehr auf. Oder? Vielleicht doch. Moment. Nee, jetzt nicht mehr. Warum ist das ist auch gefallen? I don't like it. Vielleicht so? Push? Ist Star. Aha. Dann haben wir Star. Okay. Eigentlich wollte ich das Star aber hinter dem Push haben, aber okay, vielleicht geht's auch so. Das bringt rein gar nichts. Und ich dachte, jetzt hätte ich's. Was? Okay. Gut, dass ich nachgeschaut habe, weil darauf wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen. Also, das, was ich zuallerletzt gemacht habe, mit diesen drei Buchstaben, mit diesen drei Figuren hier, das war schon mal nicht schlecht. Also, das ist schon mal richtig. Mit genau dieser Reihenfolge. Runterzuschmeißen und hier stehen zu lassen. Star ist Push. Ganz wichtig. Und jetzt passt auf. Wir wollen hier in dieser Box gar nichts haben. Gar nichts. Wir wollen alles. Darauf wäre ich überhaupt nicht gekommen. Wir wollen alles hier haben. Es geht bestimmt auch. Bestimmt geht es auch hier unten. Aber da links hat man halt mehr Platz. Und da, so habe ich halt jetzt meine Solution gefunden. Es gibt in jedem Level mehrere Zustände. Auf jeden Fall mache ich so, wie ich es jetzt gesehen habe. Wir schubsen das dahin, Weak dahin und haben mit so einem komischen, na, ihr wisst schon, was ich meine. So, können das dann kaputt hauen, haben den Stern. Der Stern gehört nicht da unten, um das wegzuhauen. Nein. Der Stern ist so was ganz anderes. Den setzen wir jetzt mal weg. Hierhin. Okay? So, und jetzt muss ich gucken, in was für einer Reihenfolge ich alles runterschmeißen muss. Ich glaube, Moon und Win als erstes. Okay? Das heißt, wir schmeißen das neben dem und schmeißen Moon auf der anderen Seite neben dem. Okay. Der Rest wird einfach genauso runtergeschmissen, wie er da steht. Von links nach rechts alles, das ist weak. So, und eventuell könnt ihr euch schon ausmalen, wie es jetzt weitergehen wird. Warum haben wir das da unten? Ich zeig's euch jetzt. Und zwar, Star ist Push. Das heißt, nichts kann hineinfallen. Star ist nun nicht mehr Push. Moon ist Win. Jetzt fehlt mir nur noch... Achso, ja. So. Ja. Also, ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich's größtenteils alleine gefunden habe. Größtenteils. Okay, zwei Level. Die machen wir auf jeden Fall jetzt noch heute in diesem Video. Ich möchte diese Welt komplett abschließen, damit wir beim nächsten Mal mit einem Fresh Mind in eine neue Welt reinstarten können. Level 12, Wächter. Es sind nur noch diese beiden Level. Mal gucken, ob wir nur die beiden machen oder noch mehr. Aber ich glaube nur die beiden. Oh Gott. Okay. Baba is you. Empty is empty. Also, okay. Ja, klar. Ice is ice. Mhm. Ice, baby. Aber es sind so viele UFOs. UFO has UFO. UFO is open. Eis ist shut. Cloud ist stop. Da ist ein Win-Button. UFO ist move and defeat. Empty ist
Texas Pole. Okay, ich check gerade nicht so viel, aber okay, UFO bewegt sich. Warum? Shit, gar nichts von... Achso, ja doch, da oben. UFO ist Move and Defeat, das heißt, es killt uns. Wir können Sachen mitschleppen. Warum können wir Sachen mitschleppen? Wo steht das? Achso, hier ist Texas Pole. Ah, hier sehe ich das. Texas Pole. Ah... Okay, also wir können das Eis nicht verändern und wir können das Emptiness, also alles Leere, nicht verändern. Wegen diesen beiden Sätzen da. Was ist unser Ziel? Okay, wir wollen den Win-Button da oben pullen. Nach unten rauspullen und dann Empty das Win machen oder so und dann haben wir durch. Wir brauchen einfach da oben den Win-Button, den müssen wir da rauskriegen. Weil Win ist und dann Empty oder so, das funktioniert nicht. Win muss immer das Letzte sein und nicht das Erste. Wie ziehen wir das raus, ohne hier instant zu sterben? Bumm, tot. Wie kommen wir dadurch, ohne instant zu sterben? Irgendeine Taktik muss doch geben. Vor allem, was hat das mit dem UFO is open zu tun und dem Eis ist Schatz? Hm? Check ich nicht so ganz. Empty is text wird nicht funktionieren, weil empty is empty. Genau. Was ist, wenn ich mache Text ist empty? Hat das gleiche? Das ist gruselig. Ich habe aber alles weg. Okay, ja, hilft mir aber leider nicht. Baba geht total ab. Pull. Pull, pull. Von der Wand her kann man nichts wegpullen. Ich überlege halt gerade, wie sollen mir diese 6 Wörter helfen, da durchzukommen. Durch diesen UFO-Wahnsinn dort. Wie wollen die mir da helfen? Ich meine, Eis. Okay? Text des Eis. Das könnten wir machen. Text des Eis. Aha. Oder wie wär's mit Eis ist Text. Oder warte mal, Eis ist Pull. Jetzt kann ich das Eis hier rausziehen. Und ein bisschen Minecraft, ein bisschen was bauen. Bisschen komische Shapes machen. Das ist schon fast nur viel gewesen. Aber Push ist es nicht, es ist nur Pull. Man kann es nur ziehen, man kann es sonst nicht mitnehmen. Ich kann mich hier softlocken, wenn ich will. Ja, jetzt bin ich gesoftlocken. Yay! Aber Eis pullen bringt ja nichts. Weil ich es pushen könnte. Nee, das würde auch nichts bringen, merke ich gerade. Okay, Text ist Ei. Nee, Eis ist Text? Ich habe das starke Gefühl, das würde nicht funktionieren. Aber wisst ihr was? Ich versuche es trotzdem. Das ist mir egal. Eis. So. Nur ein bisschen verwirrend. Warum geht das nicht? Achso, war Eis ist Eis. Okay, alles klar. Eis ist Eis. Empty ist Eis? Hilft das? Empty ist empty. Das hätte ich nämlich gesagt, dann blockieren sich die UFOs selber, weil überall Eis ist, nicht durchkommen oder so. Aber nee. Das ist schwierig. Ich suche ja die ganze Zeit nach etwas, was ich eventuell dort als Schutzschild benutzen kann. Was wäre, wenn ich die Texte hier, die ganzen Buchstaben, alles, ja, als Schutzschild benutze? Aha. Die können auf jeden Fall schon mal nicht durch. Es könnte funktionieren. Vor allem, wenn ich dann sage, Text ist Pull. Ja? Es könnte funktionieren. Ich gebe da nicht auf. Okay. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich funktioniert.
Nee, mindestens eins fehlt, glaube ich, noch, oder? Irgendwie ja. Ja, jetzt fehlen da zwei. Ja. Oder vielleicht muss ich irgendwas mit den anderen drei machen, weil Text ist Pull. Damit ziehe ich das. Mein Plan war jetzt, oben das Win rauszuziehen mit den ganzen Texten. Wie so eine lange Liane, so eine lange Schnur. I don't know. Aber. Vielleicht wollen die, dass ich mit Empty is und Ice etwas anderes anfange. Vielleicht Text is Pull is Ice oder sowas? Keine Ahnung. Ich versuch's mal. Ist ein bisschen kompliziert, wenn alles hin und her gezogen wird. Ist Ice? Ist Empty? Ist Empty. Das ändert rein gar nichts. Nö. Das ändert leider rein gar nichts. Vielleicht mache ich es auch komplett falsch. Wahrscheinlich mache ich es komplett falsch. Wahrscheinlich. Was zur Hölle? Okay, die Lösung ist aber... Boah. Ice is Pull. Wir machen uns einen roten, oder besser gesagt, einen blauen Teppich hier unten. Indem wir das ganze Eis mehr oder weniger hier so in die Richtung packen. Jetzt mache ich es gerade komplett falsch. Ich würde gerne alles auf einmal mitnehmen, nicht nur so einzelne Bröckelchen. Das muss ich anders angehen lassen. Am besten so mitziehen. Ja, erstmal alles mitziehen, damit alles runterkommt und dann in langen Stücken mit. Ja, genau so. Okay. Ich glaube, bis hier so einen großen Teppich. Okay. Dann machen wir das aus und stellen jetzt was sehr Kompliziertes ein. Und zwar, meine Idee war falsch. Ich habe gerade gedacht, wie kann ich mit meinen Tools, die ich vor mir habe, das bekommen? Logisch gesehen. Ich muss aber ein bisschen... Ja, guck mal, ich habe ja Empty und ist gar nicht benutzt. Obwohl die hier Key sind. Die sind hier das Hauptelement für die Lösung. Ja? Und das habe ich nicht gecheckt. Und ich sage euch jetzt, wie das jetzt funktionieren soll. Das ist nämlich ziemlich crazy. Okay? Und zwar... Empty ist... Moment, ich muss das hier erstmal rausholen. Empty ist Pull. Und jetzt passt auf. Achso, warte, erstmal müssen die aufhören. Genau, so ist das richtig. Und zwar können wir da jetzt nicht durch. Dammit. Ich habe mich verschätzt mit dem Eis. Das Eis muss da auch noch hin. Verdammt. Okay. Gib mir kurz Zeit. Ich fix das kurz. Also, wir wollen den Teppich wunderschön haben. Wunderschön. So. So ist wunderschön, okay? Wir wollen nämlich rumlatschen können. Okay, jetzt passt auf. Empty is Pull. Jetzt hab ich's wieder falsch, weil die UFOs im falschen Moment waren. So. Nee, wait. Okay, egal, war alles richtig. Ich habe nur noch was vergessen. Und zwar... Text ist Pull und Empty ist Pull. Muss gleichzeitig aktiviert werden. Das Eis nehmen wir am besten auch schon mal mit, weil das brauchen wir danach auch noch. Wir machen das am besten ungefähr so. Haben dann Pull in der Mitte, dass sowohl Text als auch Empty Pull ist. Und jetzt genau wieder im falschen Moment mit den UFOs. Okay. Empty ist Pull, Text ist Pull. Und jetzt, wie so eine unsichtbare Hand, wüpp, wüpp, wüpp. Immer schön, so ähnlich wie so ein Seil, was so hochziehen. Nur, dass wir nicht das Text als Seil nehmen, sondern die Luft. Das Nichts. Nichts ist das Seil. Okay, das machen wir jetzt aus. Das machen wir jetzt... Oh nein, ich hab's falsch gebaut. Ah, ich bin hier stuck. Ach nee. Ah nee, doch nicht. Noch nicht, okay, gut. Gut. Ja, jetzt müssen wir nur noch irgendwas Win machen. Irgendwas, was wir am besten berühren können.
Zum Beispiel empty. Nee, nicht empty. Eis? Ups. Dann Eis? Ja. Ja. Okay. Ne? Ja. Wow. Let's level. Himmelhöhen. Nach dem Level wird wahrscheinlich wieder meine Gehirnzelle explodieren. Ich muss jetzt mal für einen Monat lang neu einsammeln. Oh Gott. Box has key. Door is shut. Empty und... Das haben wir wieder. Oh Gott. Key is open. Empty is empty. Baba is you. Box is box. Box and key is push. Door is door. Door and wall is door. Flag is win. Okay, wir wollen die Tür aufmachen und zur Flag. Simpel. Ne? Simpel. Diese Box beinhaltet einen Key. Und dieser Key öffnet die Tür. Wir können aber auch sagen, die Door ist gar nicht shut. Aber ist trotzdem eine Wall und ein Stop. Würde also nichts bringen, das zu sagen. Also Door is shut hört sich schon vernünftig an. Box has key können wir nur ein bisschen verändern. Dass es zum Beispiel nichts hat oder dass Box has empty. Box is empty, könnten wir sagen. Oder Door is... Nee, key können wir nicht sagen, weil Door ist Door. Also hiermit können wir eigentlich nichts machen, warum auch immer das frei hier offen liegt. Hier können wir eigentlich auch nichts machen. Is open. Empty is open. Nee. Box ist... Nee. Das ist die Frage. Was mache ich mit der Box? Weil ich kann die ja nicht darüber schieben und dann... Ist er öffne dich. Mach mal hier auf, bitte. Nee, funktioniert nicht. Empty is key? Warum nicht? Ist doch empty ist empty. Und Door kann ich auch nicht machen. Wegen Door ist Door. Box has empty. Toll. Es gibt hier kein einziges Ding, was ich hier benutzen kann, um diese Box aufzubekommen. Deshalb frage ich mich, wie bekomme ich die Box auf? Oder muss ich die Box umwandeln? Box ist Key. Geht das? Box ist einfach schon die Key. Nee, weil Box ist Box. Da unten steht's. Also wir können die Box nicht verändern, wir können die Tür nicht verändern und wir können das Leere nicht verändern. Was können wir dann überhaupt? Also das ist wirklich ein guter Safe-Lock hier, um uns rauszulassen aus der nächsten Welt. Oder nächstes Video. Empty has door? Was soll das denn bedeuten? Oder was ist, wenn wir sagen... Warte mal. Was ist, wenn wir sagen... Empty has key und nicht is key? Empty has key. Nee, ändert rein gar nichts. Ja, ich renne jetzt hier 5 Minuten hin und her. Keine Ahnung, ich kann gar nichts machen. Ich weiß es nicht. Ich kann nichts machen. Das größte Problem ist einfach, dass empty empty ist, box box ist und door door ist. Wozu habe ich dann empty und is? Wozu habe ich dann zweimal key? Und wozu habe ich dann oben Door is shut und Box has? Wozu habe ich das alles? Ich verstehe die Connections hier nicht. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Hey, Kumpel, guck mal hier. Hier hast du jetzt die Wörter. Verbind die doch mal. Ich habe gefühlt alles jetzt verbunden. Ich check's gar nicht. Nein, gar nicht. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich erkläre es euch. Ich zeige euch jetzt auch, wie das funktioniert hier. Und zwar nehmen wir ja alles da oben mit. Das ja auch. Machen wir weg. Also Box. Machen wir ist shut. Ja, Box ist shut. So. Weil vorher hatten wir keine Interaktion mit der Box. Jetzt ist die Box, hat sie etwas. Die Box ist jetzt zu. Okay, das verstehe ich jetzt noch. So. Has key bauen wir mal hier hin. Okay. Jetzt, was wir jetzt hinbauen. Aber nehme ich gleich mal das S ist hier. Empty is open. Aber da ist nichts drin. Empty has key. Okay? Ich verstehe es nicht so ganz, warum empty open ist. Also Box ist shut. Jetzt können wir es öffnen. Ohne das Box shut ist, können wir nichts öffnen. Das ist klar. Das verstehe ich. Aber Key.
Empty has Key. Warum hat das? Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum hat Empty denn jetzt Key? Müsste nicht Box Key haben. Das ist das Einzige, was ich hier nicht verstehe. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder Door Shut machen, damit Door Open geht. Und wir durch können. Oh, das wird eine lange Folge. Aber egal. Rocket is Dust. Ich bin durch. Finally. Ich bin ja raus. Ey, weg hier. Anfang der Welt war cool, der Rest überhaupt nicht. Oh Gott, sorry wegen Meinung, aber ja. So, und die nächste Welt ist nicht die und nicht die, sondern die hier. Und was ist da ganz rechts? 9. Also es gibt 10 Welten, glaube ich, das war Welt 6. Also es gibt noch einiges, wird noch einiges auf uns zukommen. Und der Blumengarten hier sieht schick aus. Ist diesmal andersrum. Und wir werden bestimmt viele neue und kreative Level für uns bereithalten. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bestimmt kommt die nächste Folge nicht so spät. Vielleicht. Mal schauen. Schedule und so. Ja.